So, hallo und willkommen zurück. Jetzt werden wir den Erklärbär-Teil ein bisschen verlassen und es wird ein bisschen Let's Play-artiger. Und wir werden einfach mal spielen eine Runde. Ich fange damit an, dass ich hier rumgucke, weil hier stehen massenweise Leute. Lasst mich euch helfen. Das ist zum Beispiel, wenn der Typ heilen heißt, da kann man seine Heiltränke auffüllen, dann gluckert's schön. Und hier stehen jetzt die Leute, mit denen kann ich reden. Tut mir leid, es ist etwas eng. Immer noch besser als eine Höhle. Ja, wir sind hier nämlich in so einer kleinen Stadt. Ist alles sehr leise, ey. Hier stehen noch mehr Leute. Wie bitte? Habt ihr etwas gesagt? Das Feuer sieht gut aus, aber ich sollte es noch im Auge behalten. Nicht, dass es ausgeht. Ja. Also theoretisch sitzen wir jetzt mega gemütlich ums Lagerfeuer. So. Und mehr können wir hier, glaube ich, auch nicht machen. Ich höre mich nicht laufen. Was geht mit diesem Zauberer? Das hier übel. So, was ich jetzt mache, ich hatte ja die Quest deaktiviert. Ich drücke also die linke Taste im Dreieck für die Karte und dann Steuerkreuz links. Das ist euer Questlog. Mit dem Steuerkreuz kann man da durchgehen und die verschiedenen Quests machen. Und vor allem kann man sie verfolgen. Ich drücke die untere Aktionstaste. Er hat es ja auch gesagt. Und jetzt dümmt's nämlich. Und jetzt schickt er mich nämlich in den Dungeon. Habe ich die Aufnahme gestartet? Kleiner Panikmoment mitnehmen. Ja, habe ich. Wunderbar. Tiger des Frostgeheuls, jetzt bin ich wieder draußen. Jetzt kann ich nämlich auch, in Städten geht das nicht, jetzt kann ich meine neue Blitzpeitsche ausprobieren. Ich kann auch den Knopf gedrückt halten, dann spammt er das. So, kommt her, ihr Viecher. Jetzt habe ich nämlich was, das nicht mehr klingt, als würde ich mit Wartebeutel dancen. Und nebenbei zettel ich hier ganz viel Zeug. Bam. Oh. Aua. Und jetzt hat er nämlich gerade, er hat Fellhandschuhe gesagt. Was nicht alles so seltsam leise wäre? Eigentlich hatte mir gerade gesagt, dass ich hier Loot gefunden habe, aber ich höre es nicht mehr. Egal, ich gehe einfach weiter. Älter werden mit der Blitzpeitsche zerlegt. Du da auch. Quatsch. Ah, ich habe nämlich schon drauf gedrückt. Und jetzt sind wir im ersten Dungeon. Ich habe jetzt, theoretisch haben die ein Geräusch, so ein ganz leises Singen, aber das höre ich nicht mal selber. Und wenn hier gerade irgendwie eh alles ein bisschen leise ist, dann keine Ahnung. Jetzt bin ich jedenfalls im ersten Dungeon. Dungeons sind eben abgeschlossene Sachen. Wenn ihr die Verbindung verliert oder ausloggt, bevor ihr den Dungeon abgeschlossen habt, dann würdet ihr komplett zurückgesetzt. Man geht rein, man sieht die Dungeons als Interaktionsprompt in der Welt und dann portet man rein. Und bis auf den allerletzten Endgame-Dungeon respawnen Monster hier nicht. Und wie gesagt, jetzt, ihr hört kein Sound mehr, jetzt müssen wir selber zurechtkommen. Jetzt muss ich also rumlaufen und gucken, wo es weitergeht. Ich folge hier also den Wänden, ich laufe, bis meine Schritte nicht mehr höre und dann geht's weiter. Jetzt bin ich zum Beispiel... Hört ihr dieses super leise Geräusch? Das sagt mir, oh, da ist ein Dungeon in der Nähe. Wer hat sich das ausgedacht? Ich trage Hörgeräte,
das überhaupt höre, ist absurd. Aber ich bin in die falsche Richtung gegangen. Jetzt gehe ich in die andere Richtung. Ich verdeppere alles, was ich finden kann. Weil da könnte Zeug drin sein. Und manchmal sind da auch Sachen im Weg. Aber hier seht ihr Tür, die kann man auch machen. Und dann geht es hier weiter wahrscheinlich. Ich kann jetzt wirklich nur nach den Schrittgeräuschen gehen. Und die sind krass leise beim Zauberer. Das ist hier echt eklig. Das ist eben der nervige Teil. Ich muss mich hier komplett nach Schritten orientieren. Hier sind hier auch noch keine Monsters. Alles ganz brav und friedlich. Manchmal muss man Sachen zerdeppern. Manchmal kann man diese Sachen sehen, meistens sogar, aber nicht immer. Und grundsätzlich ist es halt hilfreich, in Dungeons so ein bisschen eine Idee zu entwickeln. Meistens muss man so ein bisschen in andere Richtung. Man muss nach links oben, man muss nach rechts oben. Irgendwie sowas. Diese Peitsche hat nicht so viel Reichweite. Kann das sein? Meine Güte, so viele Kisten, aber kein Loot. Könnte mal was drin sein. Oder muss ich die zerdeppern, damit ich weiter... So viele Türen. Aber keine Monster, ey. Also meine Arbeitshypothese ist zum Beispiel gerade, es geht immer nach rechts weiter. Deswegen gehe ich so lange nach rechts, bis ich nichts mehr höre und dann nach oben und unten. Manchmal muss man auch ein bisschen schräg laufen. Ich zerhaue alle Kisten, die ich finden kann. Könnte was drin sein oder könnte ein Hindernis sein, an dem ich vorbei muss. Man muss auch noch dazu sagen, der allererste Dungeon, der hier, ist besonders ätzend. Es gibt welche, die sind schlimmer, aber nicht sehr viele. So, ich wette, hier ist wieder irgendwie eine Tür oder so, weil ich höre die ganze Zeit Kisten, kann die aber nicht kaputt hauen. Und da, hört ihr das Knurren? Das funktioniert nämlich, in guten Dungeons sind einfach viele Monster und ihr könnt einfach immer dem nächsten Knurren nachlaufen. Da ist die Tür, die ich suche. Da seid ihr. Hallo. Hört ihr das Geräusch? Das ist ein Heiltrank. Und jetzt brauche ich auch... Ah, und jetzt hat es nämlich... Ich glaube, man hört es sogar, so ein ganz leises Geräusch. Das ist Loot. Jetzt habe ich mit der unteren Aktionskaste kann ich draufdrücken. Jetzt habe ich Loot aufgehoben. Die habe ich nämlich jetzt im Inventar. Ich ziehe jetzt mal an, aber eigentlich ist egal. So, inzwischen gehe ich eher nach links, weil da schien es weiterzugehen. Hier ist alles voller Türen und klein und unübersichtlich. Meine Güte, wie viele Türen sind das, ey? Oh, und jetzt, ich habe schon drauf gedrückt. Ey, schießt auf ihn anders. Ihr habt schon gehört, ich habe auf eine Truhe gedrückt und da ist was rausgefallen. Aber
Ja, irgendwelche Schuhe. Ich bin noch nicht bereit. Was ist der Deppern? Ich habe einen Heiltrank getrunken und will den hier jetzt aufnehmen. Ja, da. Ich glaube, das Fass muss ich zerdeppern. Oder die Kisten. Ich könnte mal leveln, das ist lange langweilig, wenn ich mir mit dem 1 gehe. Ah! Aber ihr merkt schon, ich... Oh, Sachen. Heiltrank. Ja, die brauche ich auch. Ich krieg richtig hart aufs Maul. Ah, seht ihr? Da habe ich jetzt das erste Item. Das ist ein bisschen besser. Das hat auch einen Affix. 1% weniger Mana. Nimmer. So, und den Stab habe ich auch, der besser ist. Oh, plus Rüstung, perfekt. Ah, ich hab, der Stab ist zweihändig, deswegen. Hab ich jetzt den Schädel im Dings, das... So. Und jetzt aber die große Frage, wo geht's weiter? Da höre ich's knurren, hier links. Also tendenziell geht's hier weiter. Aber ich habe jetzt zum Beispiel in diesem Dungeon, der windet sich so hin und her, ich habe den Überblick verloren. Ich weiß jetzt noch ungefähr, ich kam jetzt gerade akut von rechts, aber so die große Orientierung habe ich nicht. So, ich glaube, da habe ich gelevelt. Ja, Stufe 3, wunderbar. Und jetzt können wir nämlich eine zusätzliche Fertigkeit, was nehme ich denn? Also ich habe eine Basisfertigkeit genommen, die hat nichts gekostet und jetzt brauche ich eine Kernfertigkeit, die mich Mana kostet. Der Schaden gegen... Okay, das könnte ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, ich habe jetzt schon Quatsch geskillt. Na, aber wahrscheinlich macht es jetzt einfach Sinn, ein bisschen auf Blitze zu gehen. Hey, ihr seht schon, hier könnte ich noch mehr Sachen skillen. Genau, ich könnte nämlich jetzt Teleports skillen. Ich nehme das mal mit, weil ich schon weiß, dass Zauberer eigentlich irgendwie immer Teleport mitnehmen. Außerdem habe ich diese Blitzpeitsche und die macht ja irgendwie Nahkampfschaden. Ja, darf ich jetzt auch skillen? Ah, Teleport kann ich noch nicht skillen, da fehlen mir Punkte. Okay. Jetzt bin ich nämlich im eigentlichen Skillbaum und klicke hier mit dem Steuerkreuz herum. Dann nehme ich jetzt einfach mal den Kettenblitz hier. Komm mal, darf ich das? Ach,
Muss ich das... gibt noch eins weiteren Fertigkeitspunkt aus. Okay, das heißt, ich muss wahrscheinlich erstmal, ich drücke wieder den linken Stick rein. Ich gehe wieder zur Elektropeitsche, drücke den rechten Stick rein. Weil jetzt muss ich die, offenbar muss ich die erst einmal verbessern. Also ich muss noch einen Punkt, ich könnte natürlich noch eine Basisfertigkeit nehmen, aber das ist natürlich Unsinn. Ich will also die Blitzpeitsche verbessern. Jetzt gucke ich nämlich mit dem Steuerkreuz. Hier im Umkreis von dem Dings ist der entsprechende Knoten. Da sind also der verbesserte die verbesserte Blitzpeitsche und die zwei auswählbaren Optionen, die es gibt. Okay, damit will ich jetzt auf Crit gehen. Das habe ich jetzt geskillt. Und jetzt hoffe ich, dass ich möglichst auf Crit. Jetzt kann ich zum Beispiel nachgucken, wenn ich ins Charaktermenü gehe, linken Stick reindrücke und weit runter scrolle mit dem D-Pad. Crit-Chance habe ich im Moment. Also wobei zu 5% wird meine Blitzpeitsche nochmal geweckt. Das ist natürlich super crappy, aber das geht relativ fix, dass die Sachen besser werden. So, und jetzt muss ich wieder gucken, wo es hier weitergeht. Oh, Elite! So, jetzt habe ich die weggeboxt. Ich habe den Heiltrank genommen und irgendwo habe ich auch Loot aufgenommen. Aber hier ist noch irgendwo jemand. Da. So, Schluss mit dir. Ja, bessere Handschuhe habe ich wieder gekriegt. Okay. Und weiter geht's. Das letzte Monster war unten, also gehe ich mal nach unten. Boah, die Schritte sind so leise. So, jetzt haben wir nämlich den Punkt erreicht, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wo ich hin muss und auch ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, wo ich hergekommen bin. Und jetzt nehme ich hier so ein paar Handschuhe und drücke lange die linke Aktionstaste. Die liegen da jetzt. Und ich weiß jetzt, das ist jetzt so ein Marker, ah ja, hier war ich auf jeden Fall schon mal. Dass ich idealerweise nicht ewig weit zurücklaufe. Da habe ich jetzt nochmal eine Truhe gefunden. Das ist gut. Und da sind wieder Viecher. Irgendwo. Hallo? Da. Boah, ich brauche irgendwas Defensives, ey. Dieser Nahkampf-Shit. Ich krieg von allem aufs Maul. Da macht halt noch jemand. Seh dich, aber wo bist du? Da bist du. Ich hätte tatsächlich die Frage, wo muss ich weiter? Ich laufe jetzt hier einfach immer schön gegen Wände, bis es irgendwo weitergeht. Bei dem Fass weiß ich zum Beispiel jetzt nicht, ob sie das den Weg frei gemacht hat. Da war jetzt so eine Fackel. Das war ein reines Ambiente. An die Fackel erinnere ich mich, ey. Ich habe diesen Dungeon das allererste Mal gemacht. Ah, und hier hat er jetzt mal eine neue Zone announced. Schluckt er leider oft runter. Das Zone in Mountains. Ich weiß also nicht, ob ich hier schon war.
verlassene Hallen. Und das ist, das sind die höllenberührten Gänge. Ich vermute mal, dass ich hier noch nicht war. Ich tappe jetzt also hier mal weiter, guck, dass ich den Wänden lang laufe. Ich hoffe, dass sie da noch was machen. Sie haben auch angekündigt, dass sie noch was machen. Ah. Okay, jetzt kommen wir mit der Hölle in Kontakt. Hallo, Freunde. Die haben von rechts. Ich gehe also weiter nach rechts. Ich laufe auch. Ich bin mir ziemlich sicher. Ah, ich glaube, jetzt habe ich zum Beispiel was zerdeppert, was im Weg war. Ich zerdeppe hier auch verdacht mal weiter Sachen. Manchmal muss man einfach mal eine Wand zerschlagen. Entweder zum Abreagieren oder einfach so. So. Geht jetzt hier irgendwo weiter. Das wäre ganz witzig. Aber meine Schritte sind so leise. Das ist, ich muss jetzt mal an meinen Hörgeräten was umstellen. Ich fahre noch ein bisschen mit der Peitsche in der Gegend herum. Ja, wie gesagt, das sind halt so diese Momente, da sucht man dann einfach doof rum. Ich kann auch mal auf die Karte gucken. Prinzipiell ist die Karte da in Dungeons. Meistens ist sie aber komplett nutzlos, weil die noch nicht aufgedeckt ist. Ja, ist hier auch so. Okay, nach unten komme ich nicht weiter. Da gucke ich nochmal nach oben. Hier habe ich zumindest mal was nicht zerdeppert. Oh, und da knurrt. Da muss ich hin. Und ich habe wieder gelevelt, sehr schön. Ich guck mal, ob ich diese Frostnova jetzt gehen kann. Nee, kann ich noch nicht. Dann suchen wir uns jetzt erstmal eine Fertigkeit. Ach, geh weg. Oh, das klingt doch gut. Ich kann jetzt Eissplitter wirken lernen und später dann die Frostnova, die Gegner einfriert, und Eissplitter macht mehr. Dann kann ich da schön reinlatschen, reinnovern und gucken wir mal. Wir nehmen jetzt mal die Eissplitter. Eissplitter klingt cool. Und da knurrt auch schon was. Komm her. Da. Wo liegen die jetzt? Auf der linken Aktionstaste liegen die jetzt. Und die gefallen unseren Gegnern gar nicht. Jetzt fängt er auch an, das Mana zu announcen hier. Wir schreiben Leute Sachen. Oh ja, die Eissplitter kriegen nämlich ja schon echt nett. Aber die kann ich nicht unbegrenzt wirken, wobei ich regeneriere gerade ganz schön zügig Mana, hier, so wie das aussieht. So, jetzt muss ich wieder gucken, wo es hier weitergeht. Da geht's weiter.
den Editor nicht. Schon wieder kein Mana. Schluss mit euch. Mir fehlt das nötige Mana. Wir sind schon jetzt. Jetzt habe ich zwei Fähigkeiten. Jetzt können die Gegner auch schon ein bisschen mehr. Jetzt wird es ja auch langsam interessanter. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo es weitergeht. Ich bin eigentlich die ganze Zeit immer so ein bisschen mit dem Stick am gucken. Ah, höre ich hier Schritte? Geht's da weiter? Knurrt da was? Liegt da was? Ich hoffe nämlich, dass das hier jetzt nicht mehr ewig dauert. Vielleicht muss ich wieder Sachen zerschlagen. Ich guck mal mit meinem. Da! Mein Basiskill. Das zeigt er leider nicht immer an. Man kann auch nicht alle Sachen, die man zerschlägt, halten, dass man da jetzt weiterkommt. Aber manchmal eben doch. Manchmal zerschlägt man einfach nur die Deko. Oh, jetzt werde ich hier angeschrieben. So, ich droppe hier mal wieder ein Item, damit ich orientiert bleibe. Ja, und ihr hört schon, ich laufe da gerade auch immer drauf. Hier geht es also offensichtlich nicht weiter. Dann muss ich wieder ein bisschen nach unten. Und mal versuchsweise nach links. Warte. Ich bin mir fast sicher, dass ich hierher gekommen bin. Deswegen gehe ich jetzt wieder zurück und gucke, dass ich meinen Reliktschädel wiederfinde. Finde ich aber nicht. Ah, aber dafür knurrt es hier irgendwo. Ich habe kein Mana mehr. So. Die Wut kam von links. Dann haben wir da jetzt weiter drauf. Und noch ein bisschen die Umgebung demolieren. Ja, also diese Suchmomente wird man immer haben. Ich muss jetzt allerdings gerade mal. Ich werde jetzt tatsächlich an dieser Stelle mal die Aufnahme beenden und gleich weitermachen, weil mich hier Leute anschreiben. Aber ja, soweit, so tot. Und bis gleich.